Da sind wir wieder bei Let's Play Super Mario Sunshine. Und wo waren wir eigentlich das letzte Mal stehen geblieben? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil das ist schon etwas länger her, als ich wieder aufgenommen habe. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen einfach nochmal in Bayer Paradiso. Denn dort gibt es auch noch eine Mission. Shadow Mario. Müssen wir jetzt wieder fangen. Und da steht er. Und er schwitzt auch schon. Die Insel ist ihm auch schon zu warm. Kann man aber auch verstehen. Ich meine, 30 Grad und nochmals 30 Grad im Schatten. Da kann es auch schon mal wärmer werden. So, jetzt müssen wir ihn aber erstmal wieder fangen. Doch das ist wieder mal ziemlich schwierig. Ja. Am besten, wir machen auch erstmal das gleiche, was er macht, nämlich Wandsprünge. What? Mario, du bist jetzt nicht allen Ernstes runtergefallen, oder? Sag mir nicht, dass das jetzt dein Ernst war. Ja, scheinbar schon. Ja, so wird das wohl nix. Ja, die letzte Aufnahme ist schon etwas länger her. Da muss ich mich jetzt auch erstmal wieder ins Spiel reinfinden. Dann geht's hier hoch. Wo ist er? Da. Wir haben ihn wenigstens einmal getroffen. Ein einziges Mal. Aber er flüchtet. Ja, wenn er so weiter flüchtet, dann wird das wohl nichts. Und Mario stößt sich mal wieder den Kopf an einer Wand. Das ist ja wunderschön. Da. Der zögert es aber echt heraus. Ja, und jetzt hat er uns verarscht. Wo ist er denn? Hä? Ach, da unten. Ich habe ihn erstmal total gesucht. Hör, wo ist er denn jetzt? Er kann doch unmöglich... Oh, leck. Nein. Scheiße. Okay, er steht da unten. Kann man den vielleicht von hier unten treffen? Nein, kann man natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Alter. Das kotzt mich ja jetzt schon wieder mega an. So, da hoch. Da hoch. Nicht runterfallen. Ey, der verarscht uns. Ja, ist klar. Steh doch auf, Mario! Meine Güte! So. Komm jetzt her, du. Und du verarschst uns doch gleich wieder. Habe ich so das Gefühl? Nicht? Okay. Ah, immerhin. Wir haben ihn schon mehrmals getroffen. Hör auf, so einen Drehsprung zu machen. Wieso... Mario? Ey, der macht keine Wandsprünge mehr. Hast du es verlernt, Mario? Ey, ohne Scheiß, ne? Jetzt. Ach, und er ist besiegt. Endlich. Gib dir Insignie her. Ich habe keinen Bock mehr auf das Level. Aber wir müssen es ja nochmal machen, denn hier gibt es ja noch eine weitere Mission. Schein erhalten. Und dann geht's auch schon weiter. Gut. Du, 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 du. So. Wieder in die Sonne schauen. Und dann gehen wir in die 8. Mission. Der Fisch und seine roten Münzen. Alles klar. Oh, was willst du denn? Ja, wir sollen jetzt wieder zum Grund des Meeres gehen, da wo letztens auch Mario zum Zahnarzt wurde. Aber es gibt ja auch... Eigentlich müssten wir jetzt eigentlich wieder den ganzen Weg da oben langlaufen, aber es gibt ja einen ziemlich einfachen Trick. Einfach hier einen Seitwärtssprung ausführen und dann in den... Wasserfall. Kann man sich diesen Weg da oben sparen. Und da ist der Fisch. Und er besteht aus gelben Münzen und roten Münzen. Und wir dürfen jetzt unter Wasser diese Münzen sammeln. Was aber nicht einfach ist, denn man hat es ja gesehen, der teilt sich auf. Und das könnte zu ziemlichen Problemen werden, wenn man die roten Münzen einsammeln will.
Obwohl, okay, die erste haben wir schon mal. Ah, lass mich los! Alter! Hör auf damit! Hä? Ah, okay. Alter. Das war jetzt nicht gerade schön. Okay, da hinten ist er wieder. Aber der ist auch schnell unterwegs. Jetzt hat er sich wieder geteilt. Und die Kameraperspektive ist natürlich wieder ziemlich toll in diesem Level. Ja, wo ist er denn? Ach, da oben. So, Kamera, dreh dich bitte ein bisschen. Danke. So, jetzt teilt er sich wieder. Jedes Mal, wenn man ihn bekommen will, teilt er sich. Ach, toll, die Münze ist auch schon wieder weg. Ich hole mir erstmal hier ein bisschen Energie, wenn Mario sich mal beeilen würde. Danke. Hä, wo ist denn der Fisch jetzt? Ach, da oben. Schwimm schneller nach oben, Mario. So. Ey, jetzt bekomme ich die roten Münzen alle nicht. Das ist aber auch scheiße, weil der teilt sich andauernd und dann... Es ist gar nicht mal so einfach, die Münzen zu bekommen. Besonders wenn die... Kameraperspektive nicht immer ganz mitspielt. Ah, jetzt konnte ich aber einige ergattern. Das war schon mal sehr gut. Noch zwei Münzen, dann haben wir auch diese Insignie. Und dann sind wir mit diesem Level auch schon fertig. Und dann können wir auch schon in eine neue Welt eigentlich reingehen. Doch, dazu müssen wir jetzt erstmal die letzten zwei roten Münzen sammeln. Dass der sich immer teilen muss, ne? Unglaublich. Nein! Tja, du dummes Drecksvieh. Jetzt... So, noch eine Münze. Und die kann ja jetzt nicht so schwer sein. Ist sie aber. Weil wenn er sich jetzt wieder zusammengeflickt hat, dann geht das ja eigentlich. Komm her. Na toll. Jetzt kriege ich die letzte Münze nicht. Ist das dein Ernst, Mario? Ja, ich kann mich eigentlich wieder heilen. Wenn Mario jetzt mal ein bisschen schneller runtergehen würde. Vielen Dank. So. Na, da oben ist die wieder. Teilst... Ja, klar, er teilt sich wieder. Das war ja nicht anders zu erwarten. Alter, diese Kamera in diesem Spiel manchmal, ne? Unglaublich. Ja. Mein Gott. Jetzt nimm doch mal diese rote Münze. Ja, toll, die ist wieder weg. Ey, das gibt's doch jetzt gar nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, diese eine Münze einzusammeln. Ja, ist es aber. Weil Kamera und so nicht mitspielt und dann, wenn die Kamera nicht mitspielt, dann geht das nicht. Ja, ich kann mich wieder heilen, toll. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Das wäre so ärgerlich.
So, volle Energie und jetzt versuchen wir es nochmal. Aber ich glaube nicht, dass wir die Münze jetzt auch noch bekommen werden. Ja, guck mal an, wie hoch die wieder ist. Ja, und jetzt teilt die sich wieder. Ne. Das ist eine Scheißmission. Die mag zwar schön sein, mit der Unterwasserwelt jetzt hier, aber... Oh, leck. Leck! Aber diese Mission ist zum Kotzen. Weil die Steuerung unter Wasser ist beschissen und die Kameraperspektive ist auch noch dumm dazu. Ja. Das kann jetzt noch 20 Minuten so weitergehen. Und dann schaffen wir das neue Level in diesem Part auch nicht mehr. Muss ich das im nächsten Part machen. Alter, wie schnell ist denn die Luft weg? Ey, dass man hier aber auch keine Stampfattacke im Wasser machen kann, ne? Ja, und wie lang der jetzt fällt, ne? Ich bin tot. Jetzt geh runter, Mario! Scheiße. Alter! Gib mir Münzen. So. Wo ist die? Ach, da oben wieder. Ja, bis ich erstmal oben bin, ja, da habe ich schon wieder die Hälfte der Energie verbraucht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Diese eine gottverdammte Münze. Das gibt's nicht. Ja, komm, teil dich wieder, du dummes Drecksviel. Ja, komm, halt's Maul. Steig schneller nach unten, Mario. Das wird jetzt bestimmt die langweiligste Folge ever. Weil dieser Fisch einfach nicht die Münze hergeben will. Du bist doch ein richtiges Drecksmünzvieh, ey. Ja, ist klar. Jetzt komm her. Ey, wo ist sie? Ne, ich schneide ihr jetzt den Weg ab. Wo ist denn die jetzt? Da unten. Ja, ich krieg sie wieder nicht. Yes! So. Und jetzt bloß nicht sterben, Mario. Scheiße, scheiße, ich werde sterben. Ich werde mir erstmal da hinten neue Münzen holen, weil das ist mir zu riskant. So, und jetzt holen wir uns die Insignie. Dann hätten wir diese Mission auch geschafft. Nach so langer Zeit. Scheine halten und wir speichern das Level sofort ab. Gut. Dann hätten wir jetzt Bayer Paradiso auch abgeschlossen. Außer wir müssen noch die 100 gelben Münzen sammeln. Aber das müssen wir ja noch in
jedem Level sammeln. Statistik bitte mal eben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir weiter bei Mario Sunshine und dann gehen wir in eine neue Welt. Doch welche das sein wird, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!